Und morgen, ihr Seekräuter, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal. Willkommen zur Flaschenpost und wir machen direkt weiter quasi, wo wir gestern aufgehört haben. Wir haben die französischen Zerstörer gestern behandelt, komplett den kompletten Forschungsbaum. Und heute arbeiten wir uns durch die anderen Premium-Schiffe oder Schiffe, die noch angekündigt wurden. Vermutlich Premium-Schiffe, Stahlschiffe, Kohleschiffe, wie auch immer. Also was dann außer der Reihe nicht in einem Forschungsbaum kommen wird. Also, auch hier wieder Hinweis, oben steht's. Work in Progress, das heißt die ganzen Daten, die ich euch jetzt vorstelle, die können sich aller jederzeit noch ändern. Und ja, wir fangen direkt an, wollen keine Zeit verlieren. Es wird eben die Bayard sein, es wird die Scirocco sein, die Yoshino, die, was war das noch alles, die Slava und die Yudashi. Die fünf Schiffe stelle ich euch jetzt nacheinander vor. Hier haben wir schon den französischen Kreuzer, leichter Kreuzer der Tierstufe 8. Vier Geschütztürme, 152 mm werden hier verbaut. Den kann wohl, jetzt ist zumindest geht es in Supertest, 17,4 km schießen. Der Rumpf hat 34.700 Trefferpunkte. Die Beschichtung besteht aus 13 mm, also im vorderen Bereich, die Ummantelung könnte man auch sagen. Heißt, 13 mm ist nicht gerade besonders dick. Das ist dünner als mancher Zerstörer auf der Tierstufe. Nämlich ab T8 haben sie in der Regel schon 19 mm. Hier hat der Kreuzer nur 13, das heißt Overmatch ist ab 186 mm Kaliber möglich. Das heißt, da werden die Aufprallwinkel dann einfach von dem Projektil ignoriert. Der Mittelteil ist mit 25 mm gepanzert. Also da geht es dann ab 386 mm ins Overmatch. Ja, Brandgefahr 12%, das kann man auch sagen, Nachladezeit 7,5 Sekunden, heißt relativ zügig. Ihr werdet hier einen Hauptbatterienachladebeschleuniger haben. Das heißt, ihr könnt runter bis auf 3,75 Sekunden die Nachladezeit runterdrücken. Die Granatengeschwindigkeit 870 Meter in beiden Fällen sorgt auch dafür, dass der Bogen nicht allzu hoch ist und ihr einigermaßen direkten Schuss habt, aber auch nicht zu direkt. Das ist irgendwie so ein Mittelding, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird sich so wahrscheinlich so ein bisschen fahren wie eine Kutuzov, eine Irian, oder irgendwie vielleicht auch eine Cleveland, irgendwie so weit in der Mitte davon wird es wahrscheinlich sein, denke ich mir. Ihr habt auf jeden Fall Torpedorohre, nämlich an jeder Seite einen, A 550 mm, 9 km weit, sind aber nur mit 60 Knoten unterwegs. Anderthalb Minute ist die Nachladezeit und der Torpedo geht 1,3 km auf. Der Schaden ist so Franzosen-like, die DDs. Der Franzosen machen ein bisschen mehr Schaden auf der T8-Stufe. Das heißt, der Kreuzer hat die kleineren oder schmaleren Torpedos eben mit 14.800 Trefferpunkten, die der Torpedo abziehen kann im Alpha-Schaden. Wie gesagt, egal wen jetzt hier schon einige Werte, die können sich wie gesagt immer noch ändern, aber es gibt auf jeden Fall schon mal einen groben Anhaltspunkt, in welche Richtung das hier gehen kann. So, Sekundärbewaffnung, die lasse ich jetzt einigermaßen mal außen vor. 5 Kilometer Reichweite, das ja, ist für den Kreuzer, der spielt die Sekundärbewaffnung wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle. In den seltensten Fällen wird die Sekundärbewaffnung mal benutzt werden. Bei dem Schiff ist ja doch nur recht dünn gepanzert. Dann haben wir zwei Flugabwehrsektoren, nämlich den mittleren Bereich und den Langstreckenbereich. Ihr habt also keinen Nahstreckenbereich, zumindest ist er hier nicht aufgeführt. Einmal gibt es in der Mittelstrecke 7 Explosionen pro Salve und in der Langstrecke 4 Explosionen pro Salve. Der Schaden, der kann sich sehen lassen. Und gerade im Mittelstreckenbereich gibt es 446 Damage pro Sekunde. Das ist, ja, das macht auf jeden Fall Aua. Geht bis 3,8 Kilometer. Von 3,8 bis 5,8 ist dann der Langstreckenbereich unterwegs. Da ist der Schaden pro Sekunde doch ziemlich gering. Wenn man den Explosionen ausweichen kann, kommt man relativ schnell da auf jeden Fall unbeschadet durch oder mit nur sehr wenig Schaden, den man dann nimmt. Gut, Sektorverstärkung 25%, 10 Sekunden ist dann die Verlagerungszeit bzw. die Sektorverstärkung an sich. Also dann geht es weiter hier mit der Geschwindigkeit. 34 Knoten ist also ziemlich zügig. Wir haben hier auch einen Motorboost mit eingebaut, der nochmal 20% bringt. Sierra Mike dazu, seid ihr über 40 Knoten schnell. Und der Wendekreisradius, Ruderstellzeit, Oberflächenerkennbarkeit ist so, sag mal, typisch für einen Kreuzer auf den Tierstufen. Also ist jetzt nicht irgendwie was wahnsinnig Besonderes. Hydroakustische Suche oder defensive Flakfeuer könnt ihr untereinander tauschen. Torpedos gehen 3,5 Kilometer weit auf und Schiffe erfasst ihr auf 5 Kilometer. So, dann haben wir das Schiffchen einmal komplett durch.
ja, 50% ist die Nachladezeit reduziert. Dauer sind 15 Sekunden, also ihr könnt es ja dann runter reduzieren auf 3,75 Sekunden. Das heißt, ihr werdet da in die Lage versetzt, doch mehrere Salven schnell abzuschießen, wenn ihr dann vielleicht sogar geschützt bereitseitig stehen könnt oder ignoriert werdet, könnt ihr da, denke ich mal, einiges an Schaden in den Gegner reinrocken. Und für den gegnerischen DD ist das Schiff auf jeden Fall mal brandgefährlich. Gerade wenn es dann runtergeskillt ist von der Oberflächenerkennbarkeit, geht das Ding auch erst bei 9 Kilometer oder so oder 9,5 Kilometer dann auf. Das ist also, ja, sicherlich ein sehr, sehr spannendes und anspruchsvoll zu fahrendes Schiff, weil ihr ja auch schnell, relativ schnell was fressen könnt. An der Feind, von der feindlichen Granate sozusagen, an Schaden bei euch kleben bleibt. Nächster Punkt ist dann die Scirocco T5-Zerstörer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt nicht so viel Besonderes jetzt hier gefunden, was mir total sagt, wow, das ist richtig gut. Oder das hebt dieses Schiff von den anderen Zerstörern, die wir bereits gestern in dem Video vorgestellt haben, irgendwie besonders ab, also auf T5 jetzt. Ne? Trefferpunkte sind hier 11,7 Beschichtung, 10 mm. Dann haben wir 4 Türme, ein Rohr, 130 mm, 2 vorne, 2 hinten. 11,8 km ist die Kampfreichweite. Ihr habt eine relativ langsame Nachladezeit mit 6 Sekunden. Die Turmdrehzeit von 18 Sekunden ist auch jetzt nicht überragend anders. Sigma 2,0 Torpedorohre, 2 Werfer, also in der Mitte angebracht mit 3 Rohren. 14.833 Schaden, das ist derselbe Torpedo oder zumindest vom Schaden her derselbe Torpedo wie der, den die Bay Yard dann dabei hat. Ja, bloß, dass ihr ihn schon auf T5 habt. Ne? 9 Kilometer Reichweite, 60 Knoten schnell, also direkt das gleiche Teil. Hier wird es eine Flakverteidigung geben und zwar auf der Kurzstrecke bis 900 Meter hoch, auf der Langstrecke von 900 bis 3 Kilometer. Das heißt, die Flak ist also nicht sehr anspruchsvoll oder besonders wirkungsvoll. Ihr habt hier eine Explosion, die 630 Schaden macht. Den kann ich als Pilot ohne Probleme ausweichen in der Regel. Und dann gibt es einen ganz großen kontinuierlichen Schaden pro Sekunde von 1. Wow. Muss man sehen, ob das so bleibt oder ob das einfach nur ein Druckfehler ist. Muss man dann beobachten. Was mir hier auffällt, ist, dass die Sektorverstärkung extrem lange braucht. 15 Sekunden. Wow. Und dann, wenn man den Sektor ändert, also von Backbord zu Steuerbord oder andersrum, dann dauert das 23 Sekunden. Das fühlt sich an wie auf einem Schlachtschiff. Weiß nicht, ob diese Werte stimmen können. Vielleicht ist das ja auch Absicht. Wer weiß das schon. Geschwindigkeit 33 Knoten, 550 Meter Wendekreis, 3 Sekunden Ruderstellzeit. 3 Sekunden Ruderstellzeit, die finde ich eigentlich ganz angenehm. So vom reinen Wert her. Ihr geht 6,8 Kilometer auf, könnt ihr also runterskillen bis an die 6 Kilometer ran, 9 Kilometer Torps, also ist verdeckt Torpen mit den Dingen noch möglich, auch wenn ihr ja dann nur 6 Torpedos im Wasser haben könnt. Aber auf T5, ja, ich glaube auch der Schaden von 14,8 ist auf T5 ganz annehmbar. Wir haben 2 Slots, die wir vergeben können, Transbegrenzungsteam und wir haben den Motorboost, der auch euch 20% bringt. Wie gesagt, das macht den Dampfer dann doch wieder ein bisschen zügiger. Ja, und das war schon zur Scirocco. Dann geht es weiter mit der Yudashi. Das wird ein Schiff werden, was wahrscheinlich den Asashio Playstyle entspricht. Das heißt, ihr habt voraussichtlich Tiefwassertorpedos, die 15 Kilometer weit schwimmen und möglicherweise wird es auch in der Lage sein, Kreuzer zu torpedieren und zu treffen, was die Asashio ja nicht kann. Nichtsdestotrotz, wir fangen oben an. Wir haben 3 Türme, also einen vorne mit 2 Rohren, einen hinten mit 2 Rohren und einen in der Mitte mit einem Rohr von 127 mm. 13.200 Trefferpunkte stehen jetzt hier zu Buche in der Statistik. Der HE- und AP-Schaden, also gerade der HE-Schaden ist schon ganz ordentlich mit 2.150 und 9% Brandwahrscheinlichkeit. Ist jetzt auch nicht gerade von schlechten Eltern. Aber die Nachladezeit, ne, ist halt ein Torpedo-DD und kein Gun-DD. 9 Sekunden, Drehzeit der Türme 30 Sekunden, da ist mancher Kreuzer schneller und vielleicht sogar manches Schlachtschiff. Von daher, ja, okay, ganz klarer Fokus hier auf Torpedos. Ne? 915 Meter die Sekunde sind die Projektile schnell, Sigma 2,0 und wir haben dann in der Mitte angeordnet 2 Werfer A4 Rohre, 610 mm Torpedos, 17.233 Schaden auf T7, da sage ich mal wow zu, 15 Kilometer, 57 Knoten schnell. Ja, das ist eher langsam, ja, auch wenn sie 50 Kilometer schwimmen.
Aber ich finde hier eine Sache ganz krass. Die Dinger sollen 2,5 Kilometer sichtbar sein. Also, wenn das wirklich Tiefwassertorpedos werden sollen, dann müssen sie eigentlich weniger sichtbar sein als die normalen Torpedos. Die normale Torpedos gehen irgendwo zwischen 1,1 bis 1,5, 1,7 Kilometer auf. Hier wird nochmal oben was draufgelegt. Ja, müssen wir sehen, was nachher dabei rauskommt. Aber das ist wahrscheinlich ein, ja, ein zu änderbarer Wert, sagen wir mal so. Wenn es Tiefwassertorpedos werden, wird der Wert hier sinken, denke ich jetzt einfach mal. Vom Bauchgefühl her. Auch hier haben wir eine Flak, die den Bereich 1 bis 2 Kilometer abdeckt. Es gibt dann ja, nur eine Explosion pro Salve. 560 Schaden macht die Explosion. 27 Trefferpunkte pro Sekunde werden den gegnerischen Flugzeugen abgezogen, wenn sie dann treffen und so weiter. Ja, die Flak kann man vergessen. Also 1 bis 2 Kilometer, eine Explosion, wow. Also ehrlich gesagt, kann man die auch ausschalten und ausgeschaltet lassen. Wie auch immer, 50% Sektorverstärkung und die Mannschaften rennen in 5 Sekunden von einer Bordwand zur nächsten, um da die Flakgeschütze zu bestücken. Maximale Geschwindigkeit 34 Knoten. Üblich, Motorboost 8% ist drinne. Dann haben die Dinger hier auf jeden Fall einen Nebelwerfer. Dann gibt es ein Schadensbegrenzungsteam. Also zumindest soll es so sein. Und ja, Ruderstellzeit 3,2 Sekunden. Wendekreisradius 570 Meter. Oberflächenerkennbarkeit 6,5. Wir können dann hier noch ein paar Werte abziehen. Damit sind wir deutlich unter 6 Kilometer erkennbar. Das ist auf jeden Fall ganz angenehm. Vor allen Dingen, weil ihr ja auch 15 Kilometer torpen könnt. Ne? Das dürfen wir bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. So, und das war's zu Yudashi. Ist sicherlich wieder ein spezieller Spielstil, der da kommen wird. Wie gesagt, ein paar Werte sind noch so zu überlegen, ob die tatsächlich so kommen werden. Aber gut, werden wir dann sehen. Nächster Punkt ist mein Schiff, wo ich so ein bisschen ein Augenmerk drauf lege im Moment und dafür wahrscheinlich auch die Kohle aufheben werde, die Yoshino. Und zwar ist das größere Schiff zur Azuma. Die Azuma wird ja T9 werden und für Free XP in das Spiel kommen. Die Yoshino ist zumindest laut Development Blog und auch nochmal dankenswerten Hinweise von unseren Facebook-Fans, die mir unter dem einen Artikel geschrieben haben, das soll nicht für Stahl kommen, das soll für Kohle kommen. Ja, danke nochmal, dass du mir drunter geschrieben hast. Ich kann mir leider nicht alles merken und ich bin auf so eine Hilfe von euch auch mit angewiesen. Und deswegen finde ich das immer ganz toll, wenn ihr nochmal so ein bisschen Input gebt, was ihr so habt, wo ihr dann am besten nochmal, so wie du es gemacht hast, nochmal untermauert. Hier mit dem Post hatten sie doch gesagt, das kommt für Kohle. Also wenn du uns zuschaust und dieses Video siehst, vielen herzlichen Dank dafür nochmal. Jetzt aber zu Yoshino. T10 Flachtkreuzer, 61.800 Trefferpunkte. Auch hier Panzerung 25 mm, also Overmatch ab 386 mm Projektil. Größe, Kaliber, wie auch immer, Mittelteil 30 mm Panzerung, also das wird dann wahrscheinlich hier dieser Bereich sein, der dann außen mit 30 mm überzogen sein wird. Hauptbatterie, zwei Türme vorne, ein Turm hinten, drei Rohre, 310 mm, also richtig schöner Schlachtkreuzer. 21,3 km Reichweite, da freue ich mich, wenn das so bleibt, da kann man richtig schön draufholzen. Brandwahrscheinlichkeit 27% ist super, denke ich mir. Gerade wenn man hier die Nachladezeit nachher auch reduziert mit dem 6er-Modul, da kann man dann hier sicherlich weit unter 20 Sekunden kommen. Drehzeit ist mit 36 Sekunden angegeben. Da denke ich jetzt im Moment schon an den Elite-Schützen so ein bisschen, wo wir da nochmal so ein bisschen entgegenwirken können. Also ja, wird bestimmt lustig werden. Die Anfangsgeschwindigkeit HEAP 836 Meter die Sekunde. Also der Schussbogen ist sicherlich wahrnehmbar, ja. Es gibt langsamere Projektile, es gibt aber auch deutlich schnellere Projektile, von daher, ja, ist eben so schon schlachtschiffmäßig. Ne? Sigma 2,05, wahrscheinlich die Streuungsellipse eines Kreuzers. Dann haben wir als Besonderheit 4 Torpedowerfer, 2 an jeder Seite, Vierfachwerfer sind es, 23.767 Damage. Also wenn da einer auf diese schwimmenden Minen fährt, dann merkt er das. Auch eine Yamato wird da was von merken. Reichweite der Torpedos 12 Kilometer, 67 Knoten schnell sind die Dinger. Das ist für einen Kreuzer-Torpedo schon ganz ordentlich. Dann haben wir Erkennbarkeit 1,7 Kilometer. Gut, irgendwo muss man halt Abstriche machen. Dafür macht der Torpedo richtig krass Damage. Und ja, das war's, was man dazu sagen kann. Sekundärbewaffnung wird bei dem Schiff hier wahrscheinlich eher zu benutzen sein als bei der T8 Bayard.
die wir euch am Anfang vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz, es ist ein Schlachtkreuzer. Super dick ist die Panzerung nur auch nicht. Ihr werdet vielleicht mal in die Situation kommen, aber das sollte nicht euer Ziel sein, dieses Schiff auf Sekundär auszubauen. Um es mal einfach so auszudrücken, 6 Kilometer ist die Grundreichweite. Selbst wenn ihr da ein bisschen was reinbaut, dann kommt ihr ja nicht sehr, sehr weit. Also, jetzt ist ein Schlachtkreuzer. Punkt. Den baut man nicht auf Sekundär, zumindest nicht in dem Stil. So, dann geht's weiter. Flak. Haben wir hier 3 verschiedene Reichweiten. Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke. Bis 1,9 Kilometer macht ihr keine Explosion, sondern nur kontinuierlichen Schaden. 583 Punkte pro Sekunde. Und dann geht es weiter mit der Mittelstrecke. Da gibt es dann 7 Explosionen pro Salve. Und das wird dann schon anstrengend werden. Also definitiv anstrengender für die Flieger, denen noch auszuweichen. Dann gibt es einen kontinuierlichen Schaden dazu nochmal von 280 pro Sekunde. Ordentliche Trefferwahrscheinlichkeit 90%. Das wird ihr auf jeden Fall merken, als wenn ihr da anfliegt. 1,9 bis 3,5 Kilometer und von 3,5 bis 5,8 gibt es die Langstrecke. Nochmal 8 Explosionen dazu. Der Schaden in der Explosion mit 1540, der rockt rein. Und dann haben wir 261 Punkte pro Sekunde, die euch abgezogen werden, wenn ihr da mit Fliegern in dem Bereich unterwegs seid. Sektorverstärkung 10 Sekunden und 25% gibt es da nochmal eine Steigerung. Und ganz interessant ist, die Flak ist schon nicht schlecht, aber ihr könnt hier im Austausch mit der hydroakustischen Suche nochmal das defensive Flakfeuer reinbauen, was diesen Wert nochmal um 100% pusht. Also wer dann da reinfährt und dann noch Flakfeuer aktiviert, also reinfliegt man natürlich, der wird auf jeden Fall nicht viele Flugzeuge übrig behalten. Da bin ich mir relativ sicher. Dann die maximale Geschwindigkeit 34 Knoten und wir haben hier einen Wendekreisradius von 920 Meter, Ruderstellzeit Schlachtschiff-Style, könnte man sagen, bisschen drunter, 15 Sekunden, Oberflächenerkennbarkeit, besser als bei der Yamato, aber halt auch nicht so gut wie bei einem japanischen DD, das wäre jetzt auch vermessen gewesen. 50,1 Kilometer, das heißt, ihr könnt dann da auch ein bisschen was an der Tarnung noch basteln und kommt dann da eine ganze Ecke runter, 2x10% könnt ihr dann sozusagen abziehen, das ist dann auch ganz gut und man kann da zwar nicht verdeckt torpen, ist da ein bisschen, es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber naja, egal, wir werden sehen, wie sich das Schiff noch weiterentwickelt im Test. Wir haben da noch Verbrauchsmaterialien natürlich, Schadensbegrenzungsteam unbegrenzt benutzbar, Hydroakustik hatte ich eben schon gesagt, defensive Flakfeuer hatte ich auch schon genannt, Aufklärungsflugzeuge könnt ihr in Slot 3 packen. Das heißt, wie gesagt, Hydro und defensive Flakfeuer ist nur tauschbar. Ihr habt nur eins von beiden dabei. Und in Slot 4 gibt es noch die Reparaturmannschaft, die 0,5% Punkte eurer Gesamttrefferpunkte herstellt. Also Standard-Reparaturmannschaft. Über 28 Sekunden aktiv. So, und das war zu Yoshino. Ich bin neugierig. Ich bin ein bisschen hyperig auf das Schiff. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und ich werde mich zwar zusammenreißen müssen, aber ich werde die Kohle auf jeden Fall dafür sparen. Dann geht es weiter zum T9-Zerstörer, die Benham, die ja als Besonderheit eigentlich die Torpedowerfer hier an der Seite hat. Gehen wir sofort drauf ein. Wenig Trefferpunkte für den T9-Zerstörer, 14.500 nur, Millimeter 19 als Stahlkleid. Reichweite 12,6 Kilometer, 4 Türme, 127 Meter, 2 vorne, 2 hinten. Dann geht es weiter. Der Bogen wird relativ heftig sein. 792 Meter pro Sekunde ist nur die Projektilgeschwindigkeit Sigma 2.0. Dann haben wir, wie gesagt, 2 Werfer links und 2 Werfer rechts, die ihr da benutzen könnt und unabhängig voneinander abfeuern könnt. Das ist vielleicht ist ganz sicher eine große Besonderheit. 9,2 kommen die Kilometer kommen die Torpedos aber nur weit und die schwimmen auch nur 55 Knoten. Also die langsamen Torpedos mit einer relativ geringen Reichweite. Dafür ist die Erkennbarkeit aber besser mit nur 1,1 Kilometer. Die Flak ist für einen Zerstörer relativ, denk mal, relativ gut, das kann man schon so sagen. Immerhin gibt es hier eine Langstrecken- und eine Kurzstreckenflak, wo überall kontinuierlich Schaden geht, vor allen Dingen, wenn die Langstrecke wirklich 5,8 Kilometer schießen kann, dann ist der gegnerische Pilot auf jeden Fall die ganze Zeit eingedeckt. Sektorverstärkung 50%, 5 Sekunden dauert es dann, um die Sektoren untereinander auszutauschen. Also der DD ist ja nicht sehr breit, von daher ist das schon okay mit 5 Sekunden nachvollziehbar. 36 Knoten ist das Schiffchen schnell,
Sehr coole Wendekreisradius von 560 Meter, Ruderstellzeit 3,4 Sekunden, also das ist wirklich sehr, sehr eng, was ihr da fahren könnt. Oberflächenerkennbarkeit typisch amerikanisch 7,6 Kilometer. Ich denke mal, mehr braucht man dazu fast nicht sagen. Wir haben Slot 1, das Schadensbegrenzungsteam, den Slot 2 mit dem Nebelwerfer, der über 2 Sekunden dafür sorgt, quasi, dass ihr da im Nebel stehen könnt. Also Nebelwand hält halt so lange. Ne? Motorboost sind 8%. Und dann gibt es das defensive Flakfeuer, was ihr halt mit dem Motorboost austauschen könnt. Und das wird den Wert der Verteidigung nochmal um 200% erhöhen. Das ist es zur Benson, ach, zur Benson, zur Benham. Ja, Benson ist ja quasi sehr, sehr ähnlich, würde ich mal mindestens meinen. Ne? Gut, und jetzt kommen wir zum letzten Dampfer heute Abend. Und das ist dann die Slava. Die Slava ist am Ende eine Kreml. Und das ist das T-10 Forschungsschiff, Forschungsschlachtschiff der sowjetischen Marine. Und ja, jetzt gibt es halt auch schon so Stimmen, warum dieses Schiff denn nicht einfach als Ableger des Forschungsschiffs gebracht wird und so weiter. Es soll halt verdeutlichen, für alle, die an World of Warships teilnehmen, dass dies ein separates Schiff ist, was separate statistische Werte hat, also auch eine separate Eignung. Ja, es ist eben nicht das Schiff, was vorne reinfahren soll, sondern eben eher ein Sniper-Schiff. Er hat einen verbesserten Sigma-Wert und allgemein die Streuung soll definitiv geringer sein als jetzt bei der Kreml, die nur einen Sigma von 1,7 hat. Wir haben hier einen Sigma von 1,9. Aber fangen wir oben an. Trefferpunkte 91.800. Das ist deutlich weniger als die Kreml hat, weil die Kreml aktuell nach heutigem Stand das Schiff sein wird, was die meisten Trefferpunkte im Spiel haben wird, und zwar sogar noch mehr als der Kurfürst. Wenn ich mich recht entsinne, um die 110.000 standen da irgendwie in der Ecke. Das heißt, wir haben hier zwischen 15.000 bis 20.000 weniger Trefferpunkte, als die Kreml hat. Panzerung 32 mm, also die Außenpanzerung. Das heißt, Overmatch ist dann nur durch Yamato-Kaliber möglich, also 460 mm. Und ja, sonst hat sich hier nicht sehr viel getan. Reichweite sind 22,7, also ihr könnt weiter schießen als die Kreml. Und ihr habt drei Türme, drei Rohre, 406 mm. Brandwahrscheinlichkeit sind 40% und ihr habt einen ordentlichen AP-Schaden von 13.450 Trefferpunkten. 870 Meter ist das Projektil dann schnell. Ist für so eine Größe 870 Meter. Der Bogen wird also nicht sonderlich hoch sein, denke ich mir mal. Der Schuss wird vermutlich relativ direkt sein, auch wenn ihr eher ein Schiff seid, was sehr weit schießt. Ne? 22,7 Kilometer. Also da kann man sich schon durchaus mal nach hinten stellen, so mit der Yamato auf eine Linie oder ein bisschen vor der Yamato. Dann haben wir eine Sekundärbewaffnung, 130 mm, 8 Türme, A2 Rohre. Aber ich sage euch gleich, das werdet ihr wahrscheinlich nicht so häufig benutzen, wenn aber auch häufiger als bei den Kreuzern, die wir vorhin vorgestellt haben. Prinzipiell am Anfang des Gefechts werdet ihr euch wahrscheinlich, so ist, der Spielstil des Schiffes ausgelegt, eben eher auf dem hinteren Bereich erstmal ein bisschen abwarten und dann sich die passenden Ziele suchen und dann gucken, dass man damit die Schiffe erwischt und schon ein bisschen was an Schaden macht. Deswegen, sekundär spielt höchstens im späteren Spielverlauf eine Rolle. Die Flak, darauf gehen wir nicht weiter ein, weil die werden dieselben Werte sein, die sind hier auch nicht abgedruckt, wie bei der Kreml. Und dann kommen wir schon zum letzten Bereich. Die Geschwindigkeit 30 Knoten, der Wendekreisradius 1,1 Kilometer, 16,3 Sekunden Ruderstellzeit, ist also richtig Schlachtschiff-Style, kann man sagen. Und ja, wir werden sehen, im Moment kann man halt noch ein bisschen mehr vergleichen, weil wir einfach noch nicht die absoluten finalen Werte von der Kreml kennen und somit noch nicht genau unterscheiden können, wo genau die großen Unterschiede liegen, außer bei den Trefferpunkten bin ich mir doch recht sicher, dass da große Unterschiede sein werden. Dann gibt es zwei Slots, zweimal Verbrauchsmaterial, nämlich das Schadensbegrenzungsteam, was ihr hier nur begrenzt einsetzen könnt, nämlich dreimal im Standardverbrauchsmaterial und mit dem Premiumverbrauchsmaterial dann eben viermal. Dafür könnt ihr es aber häufiger hintereinander benutzen, das heißt, das versetzt euch in eine relativ, ihr könnt euch in sozusagen ja, länger im Gefecht halten, weil ihr relativ schnell hintereinander reparieren könnt im Vergleich zu anderen Schiffen. Aber ihr könnt das eben nicht unendlich tun, sondern ihr könnt das nur maximal viermal tun, wenn ihr das Premium-Verbrauchsmaterial benutzt. Dann gibt es eine Reparaturmannschaft, die standardmäßig hier aktiv ist, 0,5%
Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte, 28 Sekunden aktiv, ja, 2 respektive 3 Ladungen. Mit Inspekteur werden es ja dann überall nochmal eine Ladung mehr. So, und das ist das, was wir euch heute Abend zeigen wollten. Wir haben ja nun schon wieder 25 Minuten geredet hier mit euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, habt ein bisschen mitgefiebert. Wenn ihr Fragen habt zu den Schiffen, einfach unten in die Kommentare unter dieses Video stellen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet. Wenn ihr was zu meckern habt, gerne auch konstruktive Kritik äußern in den Kommentaren, bin ich immer für offen. Und dann sage ich einfach danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal hier auf dem Sichraus-Kanal, euer Maracha. Ciao, ciao.